Die Tales of-Reihe ist eine der Japano-Rollenspielserien auf PlayStation. Mit Tales of Arise feiert das traditionsreiche Franchise nicht nur seinen 25-jährigen Geburtstag, sondern schlägt endlich auch eine neue Seite im JRPG-Geschichtsbuch auf. Deshalb nennen wir euch jetzt 5 saftige Gründe, weshalb ihr Tales of Arise unbedingt nachholen solltet und warum wir jetzt immer Ausschau nach Eulen halten. Eines der absoluten Alleinstellungsmerkmale der vielen Tales of Games ist der bunte Cast. In wirklich jedem Titel lernen wir einen ganzen Haufen an neuen Charakteren kennen. Da haben wir beispielsweise Rinwell, die junge Magierin aus dem verschneiten Celestia, oder Dohalin, der seine Pflichten als Lord mal eben beiseite legt, um mit auf die Reise zu gehen. Der neueste Serienvertreter Tales of Arise setzt dem allerdings die Anime-Krone auf. Wir steuern eine Gruppe aus gleich 6 verschiedenen Charakteren, die alle ihren eigenen Kopf und ihr eigenes Päckchen zu tragen haben. Durch ein gemeinsames Ziel aber einigermaßen zusammenfinden. Die vielen Gespräche während des Erkundens, im Lager oder in den vielen Cutscenes lassen uns miterleben, wie die Charaktere nach und nach zueinander finden. Und wir lernen die Figuren besser kennen. Umso besser, dass wir unseren Lieblingscharakter auswählen können, mit dem wir dann die malerische Welt erkunden oder die vielen Kämpfe bestreiten. Die Story nimmt uns mit auf eine Reise über den Planeten Daynar, angefangen bei Alphen, der anfangs allerdings noch einen anderen Namen trägt. Iron Mask. Klingt eisern und ihr dürft genau 3-mal raten, warum die Leute ihn so nennen. Beats me. I don't remember anything about my past. When I came to, I was already wearing it. Alphen ist der typische von Amnesie geplagte Hauptcharakter. Ja, schon 1000-mal gesehen, aber trotzdem haben wir ihn schnell lieben gelernt. Seine leicht naive Ader und Unwissenheit werden nur von seiner Selbstlosigkeit überstrahlt und machen ihn so zum sympathischen Anime-Helden, wie er im Buche steht. Auch wenn er dann ja eigentlich ein Manga-Held wäre. Naja, durch ein schicksalshaftes Ereignis begegnet er jedenfalls Shion, die sich zur Aufgabe gemacht hat, die bösen Mächte in Daynar zu Fall zu bringen. Warum, wollen wir an dieser Stelle nicht verraten. Wem oder was sie auf ihrem Weg begegnet, ist für sie jedoch erstmal egal. Und auch Alphen, der aus Shions verborgener Kraft, dem Master Core des Feuers, ein wuchtiges Flammenschwert herausziehen kann, ist für sie auch erstmal nur Mittel zum Zweck. So what? All I need right now is power. And up until now, I haven't come across anything stronger than that blazing sword the whole time I've been doing this. In den ersten Stunden gehen wir also davon aus, dass die beiden Dreh- und Angelpunkt der Story sind. Das stimmt aber nicht, also zumindest nicht ganz. Je weiter die Reise durch Daynar geht, desto dichter wird auch die Story. Und dazu tragen vor allem die Gruppenmitglieder und etliche interessante Nebencharaktere bei. Das gilt übrigens auch für die Antagonisten. Unsere Helden suchen die 5 Lords in Daynar auf, um diese zu besiegen und die Herrschaftstyrannei der Renas über die Einwohner Daynars zu beenden. Dass jedoch jeder Lord seine ganz eigene Agenda verfolgt und jeder mit seinen eigenen Tricks daherkommt, macht das ganze Vorhaben durchaus komplizierter. Der Planet Daynar ist in 5 verschiedene Reiche unterteilt, die unter dem Einfluss von 5 Elementen stehen. Feuer, Licht, Wasser, Wind und Erde. Und ja, das sieht man. Jedes Reich hat eine ganz eigene Flora und Fauna und dementsprechend auch eine ganz eigene Atmosphäre, durch die unser kleines Grüppchen reist. Aber es handelt sich hier nicht um eine riesige Open World. Nee, bleibt noch hier. Daynar ist trotz der Grenzen eine echt riesige verbundene Welt, die sich in noch mehr Areale aufteilt. Und hier findet ihr wirklich alles. Schätze in Form von Geld, Rüstungen, Zutaten und. Ach so, und natürlich riesige und viel zu starke Gegner, von denen sich selbst unsere Helden in die Hose machen. Und nicht zu vergessen, herrlich viele Nebenquests. Und ihr wisst ja, die solltet ihr auch wirklich absolvieren. Um noch mehr Loot einzuheimsen, lohnt es sich, bereits besuchte Orte nochmal zu bereisen. Es tauchen nämlich immer mal wieder neue Quests auf. Oder ihr traut euch zu einem späteren Zeitpunkt endlich diese viel zu große Heuschrecke in Kalaglia zu vermöbeln. Looten, leveln, Bosse plätten. Kennt ihr ja schon. Und liebt ihr. Genau wie wir. Die Welt Daynars ist riesig und ziemlich weitläufig. Umso besser, dass wir die vielen schönen Orte mit der Schnellreise jederzeit wieder erreichen können. Backtracking kostet uns eben Zeit, die wir auch in Monsterjagden oder Schatzsuchen investieren könnten. Außerdem sind überall in der Welt Eulen verteilt, die uns kleine und lustige kosmetische Gegenstände hinterlassen.
Eine Mechanik, bei der sich die Tales of Reihe schon immer von anderen Rollenspielen aus Nippon abgehoben hat, sind die actionbetonten Echtzeitkämpfe. Klar, JRPGs und rundenbasierte Kämpfe gehören zusammen wie die PlayStation und unsere Memory Card der Herzen. Klar ist aber auch, Echtzeit-Action gab es auch bei JRPGs immer mal wieder. Und Tales of hat schon seit jeher die Action-Rollenspiel-Fackel hochgehalten. Bei Tales of Arise sind diese Echtzeitkämpfe daher ein echter Genuss. In den ersten Gefechten bekommt man noch den Eindruck, dass ein bisschen Button-Mashing reichen könnte, aber je mehr Fähigkeiten die Charaktere lernen und je größer eure Party wird, desto tiefgründiger wird auch das Kampfsystem. Durch Kombos können wir spektakuläre Finisher auslösen, bei denen sich zwei Gruppenmitglieder zusammentun, um auszuteilen. Die sehen nicht nur äußerst beeindruckend aus, sondern richten auch jede Menge Schaden an. Kämpfe gegen kleinere Biester auf diese Art ziemlich schnell beendet. Da es jedoch schwer ist, den Kombozähler dauerhaft hochzuhalten, können wir einen unserer Begleiter per Knopfdruck herbeirufen. Der hilft uns dann per Assist dabei, die Kombo aufrechtzuerhalten. Das funktioniert ungefähr so wie die Assists in Fighting Games wie Dragon Ball FighterZ oder Marvel vs. Capcom. Aber diese Hilfestellung verlängert nicht nur eure Kombos. Jeder Charakter-Assist bringt noch einen besonderen Effekt mit. Rinwell kann beispielsweise Zaubersprüche der Gegner unterbrechen. Das hat uns in den vielen Bosskämpfen von Tales of Arise einige Male den Allerwertesten gerettet. Denn auf den höheren Schwierigkeitsgraden bietet das Game eine erstaunlich knackige Herausforderung. Tales of Arise setzt grafische Maßstäbe für die Reihe. So gut sahen die Umgebungen wirklich noch nie aus und die Charaktermodelle könnten direkt einem Anime entsprungen sein. Auf PlayStation 5 habt ihr außerdem die Wahl zwischen zwei Grafikmodi. Der Darstellungsmodus liefert eine 4K-Auflösung und bietet ein ziemlich knackiges Bild. Und dann gibt es noch den Bildratenmodus, der das Spiel in angenehm flüssigen 60 Bildern pro Sekunde laufen lässt. Was unser Spielerlebnis zusätzlich noch bereichert hat, waren die praktisch nicht existenten Ladezeiten auf PS5. Zwischen den Kämpfen, beim Schnellreisen in ein neues Areal und selbst beim Laden des Spielstandes sind die Ladezeiten einfach kurz. PS5 Power sei Dank. Auf PlayStation 4 steht euer Abenteuer dem übrigens in nichts nach. Auch hier wurde ein starkes Japano-Rollenspielpaket abgeliefert. Und damit ihr in Genuss dieser JRPG-Perle kommt, verlosen wir einmal Tales of Arise. Dafür müsst ihr nur einmal in die Kommentare schreiben, was für Charaktere ihr am liebsten in Rollenspielen auswählt. Und wenn dann noch eine gültige Mailadresse in eurer Kanalinfo hinterlegt ist, dann steht eurer Teilnahme nichts mehr im Weg. Also Insider, Abo und Glocke nicht vergessen, damit ihr kein Video mehr rund um PlayStation verpasst. Bis zum nächsten Video. Tschüssi!